Ich bin auch schon in Afrika unterwegs und habe irgendwie Lehmhütten übernachtet, aber es stört mich jetzt nicht. Der Kraftort war für mich schon immer Afrika. Ja, ich bin immer dorthin gereist. So zwischendurch, als ich in Zürich gearbeitet habe. Und, ich habe dort unterdessen auch viele Freunde. Und, ja, es ist für mich so ein spezieller Ort, weil es so einfach viel mit Farben und es hat so etwas, ja, Lebensfreude. Das Ziel von mir ist mal mit einem Jeep durch ganz Afrika durchzufahren, vom Norden bis zum Süden. Ägypten ist mega. Bhutan. Es ist alles schon länger her, weil man ja in letzter Zeit nicht so reisen kann. Was bin ich für ein Reisetyp? Eigentlich am meisten Adventure. Also nicht Backpack, das schon nicht. Aber einfach Adventure, neue Orte besuchen, entdecken. Mit Freunden am liebsten, nicht allein. Eines meiner grössten Adventures war mit Pferden einen Monat lang durch Mongolei zu galoppieren. Wo ich überhaupt nicht her will, ist auf Dubai. Die Shopping-Malls interessiert mich überhaupt nicht. Das Meer ist für mich am schönsten in Europa, als Mediterrane, bei den Inseln in Italien, Stromboli, Filicudi, die äolischen Inseln. Brasilien. Ich habe in Brasilien viel gearbeitet und ich bin viel mit so Autos, das sind so kugelsichere Autos, die mich abgeholt haben vom Flughafen, und sind so schlecht in die Quartiere durchgefahren. Die Armut zu sehen und dass man auch so geschützt muss, dass das Klassensystem, finde ich einfach recht krass. Ich habe voll nie so schlechte Erfahrungen mit irgendwie schäbigen Hotels und irgendwie. Ich bin auch schon in Afrika unterwegs und habe irgendwie Lehmhütten übernachtet, aber es stört mich jetzt nicht, wenn ich weiss, dass es irgendwie nur für 1-2 Nacht ist. In Paris in meiner Wohnung fühle ich mich daheim. Ja. Oder in den Bergen in der Schweiz auch. Aber eigentlich so in meiner Seele in Paris.